Mein Name ist Anni und heute sind wir wieder bei Annis Welt unterwegs und das heißt, wir schauen uns heute das Auditorium von der lieben Red Eye ein. Wenn du auch deine Sims oder deine Gebäude gerne in einem Let's Play gezeigt haben möchtest, werden diese immer am Donnerstag um 16 Uhr in einem extra Video hier vorgestellt und deine Sims / deine Gebäude ziehen in meine komplett halbwegs gelöschte Sims-Welt mit ein. Also ich wünsche dir viel Spaß beim heutigen Auditorium von der lieben Red Eye. Und heute sind wir beim zweiten Teil von der lieben Elle Red Eye angekommen, denn sie hat zu ihrer wundervollen Schule ein wunderschönes Auditorium auch noch gebaut. Ich mache nochmal wieder die benutzerdefinierten Inhalte an. Wir gucken uns das Ganze natürlich ohne benutzerdefinierte Inhalte an. Aber das ist ja auch keine Dramatik. Das heißt, wir hüpfen jetzt hier mal hin, denn das ist dieses wundervolle Auditorium. Und ich finde, es passt so gut sich zur Schule an. Also bombastisch. Wenn ihr euch schon die Schule heruntergeladen habt von der lieben A Red Eye, die ihr ja in der Galerie findet, dann kommt ihr zu diesem bescheidenen Gebäude hier. Und wir wollen doch jetzt einfach mal reingehen. Ich habe es jetzt im Moment auf der Grundstufe gelassen. Das ist ja aber auch keine großartige Dramatik. Hier ist schon mal eine wundervolle Garderobe. Dann haben wir hier schon mal den ersten Eingangsbereich, wo wir reingehen können. Und was ist hier drin? Ein Lagerraum. Wie cool ist das denn? Und so passend zu diesem Grundstück. Da muss ja auch permanent hin und her geräumt werden. Die Idee dahinter finde ich mega gut. Hier ist jetzt einmal der wunderschöne Aula-Bereich, wo auch Musik gespielt wird, Mülleimer. Toiletten sind wahrscheinlich hier drinnen versteckt, würde ich jetzt mal so vermuten. Ja, dann wird hinten... Ach, guck mal, sogar mit Töpfchen, ne, wenn eure schwangeren Teenie-Sims schon Kinder bekommen haben. Wie cool. Und das ist dieses bescheidene, schöne Grundstück. Ich finde auch diese Unterteilung in diese zwei Teile bombastisch. Also möchte ich ja nochmal eben betonen, dass ich das echt gut finde. Und ja, es sieht einfach toll aus. Dieses kleine, zärtliche Bungalow, muss man so wirklich mal sagen. Ich liebe es sehr. Wir gucken uns jetzt auch noch einmal in dem Video natürlich die ganzen verschiedenen Bereiche einmal an und wie sich das ganze Grundstück dann auch verändern wird. Wir sind jetzt gerade eingestellt aufs Auditorium für alle Gelegenheiten. Und wie sieht das Ganze dann aus, wenn das ein Tanzball wird? Da bin ich jetzt schon mal ganz gespannt. Schöne Atmosphäre. Guckt euch das an hier vorne. Und die ganzen Stühle in den Lagerraum geräumt. Da hat sich Red Eye gerade echt meiner Meinung nach wirklich selbst übertroffen und sehr weit mitgedacht, dass natürlich die ganzen Stühle hier auch wegkommen und hier mit reinkommen. Und da ist die Idee mit dem Lagerraum natürlich bombastisch. Also es ist eine Idee, die möchte ich auf jeden Fall, wenn ich solche Gebäude baue, definitiv übernehmen mit diesem Lagerraum. Also Red Eye, mein volles Herz hast du hierfür. Ich muss, glaube ich, gleich nochmal bei dir rein und definitiv ein Herz da lassen, denn das ist das Mindeste, was ich tun kann. Das Größte, was du für mich gerade getan hast, das ist, ich dieses wunderschöne Grundstück in meinem Let's Play benutzen darf. Nun schauen wir uns nochmal den Abschluss an und wie viel Mühe und Zeit du da reingesteckt haben musst, ne? Na, das sieht jetzt ganz ähnlich zum Auditorium aus, aber das finde ich nicht schlimm, denn beim Abschluss sitzen sie eh ziemlich viel. Aber bombastisch, ne? Auch die Farben, es gefällt mir so unglaublich gut. Und jetzt das Wichtigste natürlich, der Karrieretag. Wie sieht es aus, wenn hier der Karrieretag funktioniert oder beziehungsweise läuft und jetzt sind die Tische hier rausgeräumt und aufgestellt worden. Also du hast dir wirklich super, super mega viele Gedanken gemacht. Das merkt man total und ich liebe dieses Grundstück, ne? Und wie gesagt, Leute, es passt so gut zur Schule. Und ihr seht ja, ich zeige es jetzt gerade auch ohne CC. Es ist auch alles wunderbar ersetzt. Also wenn ihr bei der süßen Red Eye einmal vorbeischauen wollt, könnt ihr das gerne einmal tun. Und wenn ihr in ihrem Katalog seid, macht ruhig benutzerdefinierte Inhalte an. Das habe ich bei der Schule ja auch schon so gemacht. Guck mal, ich habe alles geherzt. Schaut da auf jeden Fall einmal vorbei. Guckt es euch eben halt an. Und ihr seht ja auch, selbst ohne CC ist sowohl die Rockridge High School als auch die Rockridge Aula bombastisch angezeigt. Und es ist ein wunderschönes Grundstück, was auch gleichzeitig passend zur Schule ist. Vielen, vielen Dank, dass ich das in meinem Let's Play benutzen darf.
Und wie gesagt, wenn du auch möchtest, dass deine Kreationen hier in der Galerie gezeigt werden, dann kannst du deine Sims unter folgendem Hashtag Annis Reise nämlich mit hochladen. Und dort sind auch schon unter benutzerdefinierten Inhalten von der lieben Rosenidol mir schon zwei wundervolle Sims gezeigt worden. Als nächstes steht ihr Nominier dran. Die wusste leider den Hashtag nicht. Deswegen zeige ich das nächste Mal das Haus inklusive ihres Sims. Und Rosenidol ist ja ganz toll, wenn du noch einmal kommentierst, wer du auf jeden Fall dann bist, weil das kann ich gerade ganz schlecht einschätzen, damit ich auch vernünftig Werbung für dich machen kann. Und so, aber das kommt im übernächsten Video dann auf jeden Fall. Ich werde dann Herzen dazu auch machen. Und damit ich immer weiß, auf welchem Punkt ich gerade bin. Also wundert euch nicht, wenn da viele jetzt erstmal noch nicht geherzt sind. Das heißt nicht, dass ich sie nicht gesehen habe, sondern nur, damit ich weiß, was ich schon im Video gezeigt habe und was nicht. Und was ich auf jeden Fall gezeigt habe, wird dann in diesem Video dann auftreten. Aber vielen, vielen Dank an die wundervolle Red Eye, dass ich diese beiden wunderschönen abgestimmten Gebäude in dem Let's Play benutzen darf. Sie stehen beide auch in Copperdale. Und ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und denkt dran, Hashtag Anis Reise.